Ich brauche eine Pause nach dieser spannenden Schleichsequenz eben in Metro Last Light. Jetzt der Christian am Pad. Und ich frage mich immer noch, ob wir ihn hätten erschießen müssen. Aber jetzt ist es zu spät. So ist es halt, ne? Lesen wir erstmal. Neuer Eintrag. Ach, schau mal, wir hatten hier den noch nicht gelesen, oder? Das war genau, was wir eben nicht machen konnten irgendwie. Genau. Als ich die hysterische Rede des Anführers gehört hatte, fingen die ganzen Puzzleteile an, sich zu einem Bild zusammenzusetzen. Die Übergriffe auf unsere Patrouillen, meine Gefangennahme als Repräsentant der Polis, die Existenz von D6 ist kein Geheimnis mehr und ein großer Krieg steht der Metro bevor. Oh. Die sind alle scharf auf diese, auf die Vorräte und die Waffen, die da drin sind, in dem Bunker. Einen Begleiter wie Pavel zu haben, erleichtert mich sehr. Es scheint, dass er schon mal hier gewesen ist. Und die Absonderlichkeiten des Reichs überraschen ihn nicht. Ich wüsste, auf welche Art Einsatz er ist. Aber ich finde nicht den richtigen Augenblick für ein Gespräch. Nanu, etwas im Stress. Vielleicht mal Mund aufmachen. Pavel schien vorher schon zu wissen, dass das Reich sich für einen Krieg rüstete, während das für mich eine Enthüllung war. In der Metro kursiert bereits Geschichten über die Vorratslager, die wir in D6 gefunden haben. Der Orden hatte nicht vor, den Fund an sich zu raffen. Aber uns geht die Zeit aus, das zu erklären. Das Reich geht dem Orden schon fast an die Kehle und versucht, die Kammer einzunehmen. Was wird also passieren, wenn die Rote Linie und die Hanse von dem Bunker erfahren? Weißt du, was ein bisschen witzig ist? In diesen Einträgen steckt teilweise mehr Geschichte drin, als das, was wir tatsächlich erspielt haben. Ja. Also an Informationen. Das ist ein bisschen wie bei Tomb Raider, wo sie irgendwann zwischendurch ihre Freunde anfunkt und sagt von wegen, ich habe die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Und wir haben sie halt die ganze Zeit gespielt und wussten, nein, sie hat nicht einmal versucht, die zu erreichen. Ja. Die sind echt ziemlich wichtig, wie man merkt, hier, um diese ganzen Hintergrund besser einordnen zu können. Ich glaube, das ist auch ein bisschen gemacht, wenn man mal eine Pause machen sollte, dass man irgendwie ein bisschen wieder reinkommen kann. Das fand ich aber Alan Wake so cool, wo immer so Previously und Alan Wake, wo es Episodenform war und dann nochmal so erzählt wurde. Das ist genial. Also diese Episodenform bei Alan Wake, genial. Das hatte ja Dings auch, das Alone in the Dark. Was ja leider von der Steuerung erst in der PlayStation 3-Version halbwegs vernünftig wurde. Ja gut, und Telltale The Walking Dead hat es natürlich auch schon vom Format her. Aber sowas kann gern häufiger passieren. Mhm. Weil es kann immer mal passieren, dass man ein Spiel, warum auch immer, nicht am Stück durchspielen kann. Und jeder kennt das. Da hat man mal ein Spiel, irgendwie schon 8 Stunden gespielt oder 6, fährt dann in Urlaub oder irgendwas, hat keine Zeit eine Weile und dann wieder anzufangen, ist manchmal ganz schön anstrengend, und schwer wieder reinzukommen. Bei Rollenspielen eigentlich mehr oder weniger so gut wie nicht möglich. Die am Stück zu spielen? Nee, aber da dann wieder reinzukommen, also ist ganz, oh. Geht da rein. Sowas muss es häufiger geben, solche Punkte, wo nochmal erzählt wird, was bisher passiert ist. Ja, könnt ihr mal aufhören mit den Spinnen? Du wolltest spielen. Oh Mann. Ich finde, das machen viele Serien auch echt nicht gut. Also selbst sowas wie Assassin's Creed oder so, die erklären zwar schon so ein bisschen, aber eigentlich zu wenig. Also gerade Serien, die vielleicht Generationen überspringen, Konsolengenerationen. Wer weiß, was mit mir passiert wäre, wenn er mich nicht befreit hätte. Rot, blau, gelb. Welchen Unterschied macht das schon? Er hat sein Leben für mich riskiert. So etwas erlebt man in der Metro sonst nicht. Ich kann ihn nicht einfach im Stich lassen. Retten wir Pavel! Ja, der ist auch auf jeden Fall geholfen. Wäre ich auch dafür. Außerdem hat er so eine coole Fliegermütze. Du willst seine Mütze? Mal gucken, was sich ergibt. Du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier. Deine Mütze bleibt hier. Hallo, Pavel! Artyom! Scheiße! Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. Du bist ein echter Kamerad. Ich stehe für immer an deiner Schuld. Jetzt bring mich von hier weg, dann führe ich dich in 0, nichts nach Hause. Scheiße, die kommen meinetwegen. Bringe mich zur Schlinge. Viel Glück, mein Freund. Du bist jetzt meine einzige Hoffnung. Na los, schwing deinen Hintern hier raus, du verdammte Kommunistenratte. Oh oh. Hoffentlich können wir noch rechtzeitig helfen. Jetzt kriechen wir erstmal in die falsche Richtung. Ob ich hier aufpassen muss? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Hier jetzt nicht so aus. Ist hier links raus? Ja, ich glaube das. Macht er auch gerade alleine. Alles voll Medipacks, voll. Das Spiel habe ich so geil gespielt bisher. Kein Medipack gebraucht. Ne? Meine Messer alle noch da. Ja, kann ich jetzt alles verschwenden.
Wäre das von mir gedacht, dass ich hier den Anfang so gut überstehe. Mal gucken, wie es noch wird. Wahrscheinlich war es alles idiotensicher. Ich komme mir total toll vor. Meine Mutter ist eine Nutte. Na also, geht doch. Und da sie eine Nutte ist, sage ihr doch Bescheid, dass ich sie besuchen komme. Nette Gespräche, die hier führen. Jetzt sind wir wieder hier drin. Ja, die Tür von außen, die war von außen abgesperrt. Jetzt weiß ich, dass du verrückt bist. Wenn du hier bist, was niemand auf der Hier unten ist alles voll. Ich glaube nicht, dass wir da lang sollten, oder? Was da drin ist. Immer diese Geheimnisse. Ist nicht oben lang? Überhaupt keine Geheimnisse. Ja. Eine Waffe, die ich einem dieser lästigen Police Ranger abgenommen habe. Hey, hier unsere Waffe. Ja. Mal kurz zuhören, oder? Du wirst aber bei dem Notengespräch zu. Ich merke das schon. Der hat unsere Waffe geklaut, die Sau. Ja, gehört? Der kommt nicht weit. Die werden wir uns zurückholen. Hoffentlich. Und Pavel auch. Jetzt haben wir aber irgendwas uns irgendwie lange genug angehört. Mhm. Oder irgendwie irgendjemandem nicht schnell genug geholfen. Ja, Stromhals. Zack, 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 zack. Und schnell weg. Das stört ja auch überhaupt nicht, ne? Ist also geil. Licht geht immer aus. Das sind die wahrscheinlich gewohnt da in der Metro. Das kann ja echt sein, ne? Das also gehört halt dazu. Das nicht, dass das da alles so technisch auf dem besten Stand ist. Das Problem ist, dass sie jetzt natürlich die Taschenlampen haben. Ja, aber besser als das große Licht. Muss man ein bisschen aufpassen. Wo die gerade hingucken, ja. Ja. Da hinten pisst dann. Vielleicht kannst du die ausschalten hier oben, die beiden. Das sind nur zwei, die würde ich sogar ausschalten. Ja? Repariert der das da, oder wie? Guck ich nicht. Der guckt aber den einen Sicherungskasten. Den ausschalten, den anderen vielleicht auch. So, und die anderen schnell umdrehen. Guckt der hin. Boah, der sind ja genauso scheiße wie ich. Ich dachte, okay, der repariert das gerade, ja? Das Wenn der Ding ist total ist. Abgekackt. Zack. Sehr gut. Waffen haben wir genug, 1, 2, 3. Wir haben eine Pistole, ja. Maschinengewehr und Shotgun. Sieht gut aus. Funktioniert, das passt da, okay. Aber hier oben können wir alleine nichts anrichten, oder? Ich schau mal, links drum noch. Was der Gang hier macht. Da geht's runter. Kann man runter. Vielleicht können wir die von oben abschießen. Wir müssen halt die richtige Reihenfolge finden. Ich würde erstmal kurz schauen. Der ist links als erstes, ne? Ja, da komme ich nicht so leicht hin. Der ist mehr oder weniger am anderen Ende des Raums. Hier, ne? Ich könnte ihn natürlich von oben. Oder von oben vielleicht. Von hier oben. Jetzt hier den Kopf schießen. Da sieht ihn keiner. Darf der da nun nicht irgendwie langkommen? Das ist komisch, manchmal, dass die Pulsanimation noch haben, ne? Okay, puh, ich dachte, es fängt voll an zu brennen. Halt ihn mal im Auge. Wenn hier vielleicht der soll mal hier irgendwie in den Schatten kommen. Naja, der steht mir doch zu sehr am Licht. Ja. Außerdem ist der gerade. Was ist denn was? Der da, aber. Sowas macht man nicht. Okay, jetzt wieder rein. Wie viele sind das noch? Zwei mindestens? Da drin ist auch noch einer. Das sind drei, glaube ich, mindestens, oder? Eins, zwei, da hinten ist einer, drei. Da ist einer. Vier. Da ist der vierte. Stelle ich mal hier in die Ecke. Jetzt warten, bis einer hier rauskommt. Aber hier kriegen wir, das Licht ist komisch, ne? Wenn man zu nahen Objekten geht, dass es nochmal so hell wird. Ja, er hat wohl irgendwie so eine kleine Lampe. Ja, super Idee. Kopf. Weg mit dem. Oder so. Stimmt. Ist ja auch noch die Option. Den ganz rechts jetzt ausschalten, jetzt der Reihe nach. Den ganz rechts. Den da? Ganz rechts. Ganz rechts, ganz rechts. Den hier? Ja. Kannst ja schießen, aber wenn ins Licht gehen, ist gefährlich. Ah, ich glaube, das könnte aber klappen. Ist ja beides lautlos, von daher. So, zwei sind noch da, oder? Der war da nicht rechts einer? Das ist der sinkt der letzte. Aber wer soll das sein? Doch, der sinkt nicht sonst. Wo wäre denn? Nee, das ist der letzte dann anscheinend, oder? Er hier, oder? Dann ist er der letzte, ja. Ah, shit, jetzt ist er natürlich. Aber er ist noch nicht. Scheinbar alarmiert. Ist er? Ja. Guckt in der Tasche an, er schießt halt ins so. Gesicht jetzt. Achtung, die Kommunisten kommen! Ich habe keine Mut mehr! Ja, von hinten, oder? Ach, fuck! Hoffentlich war es nicht zu viel Lärm. Oh, oh. Wow! Schieß die weg richtig schnell. Vielleicht war es die Verstärkung, die erstmal geschickt wurde. Hast du dich schon geheilt eben?
Hat auch keine Anzeige für so einen Lebenspunkt, oder? Nee, es ist ja automatische Heilung, aber man kann dann schneller sich heilen. Ah, okay, verstehe. So, jetzt sammeln wir die mal erstmal leer. Ah. Puh, okay. Irgendwas so ein bisschen mit dem Ragdoll-Effekten komisch, auch wenn man die anschießt manchmal, wie die dann so komisch wegspringen. Mhm. Ne? Das ein paar Mal sah es schon ein bisschen seltsam aus. Okay, sammeln wir mal alles Wichtige hier ein. Nicht, dass hier irgendwie so eine... Ich glaube, so ein bisschen geht dein Rechner auch in die Knie. Ja? Also wir haben jetzt gerade nur noch 25 Frames. Wir nehmen eigentlich ein 30 auf. Mhm. Also wir haben, wie gesagt, wir haben uns alles an. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht das Physik... Hast du eine ATI oder eine Nvidia drin? Nvidia. Okay. Du sollst mal dein Waffenmenü aufmachen, sonst stehst du die ganze Zeit da. Ja. Mach das dann mal so. Kurz. Ach, guck mal jetzt. So schaltet man dann die bessere Munition rein. Aber das wollen wir eigentlich gar nicht. Nee. Nicht die militärische. Hast oben. Du jetzt drin? Ja, jetzt habe ich sie drin, aber ich wollte nur mal schauen, wie das geht. Okay. Das ist die normale, ne? Hm. Dann, ist der, dann ist auch das Magazin auf der anderen Seite. Okay, nicht unser Abendbrot verschießen. Okay, ja, so. Passt ja. Ach, guck mal, und hier können wir dann auswählen, welche Waffen wir werfen. Hier was wäre dann Linke? Irgendwie ja, so irgendwas mit ein bisschen Granaten, ne? Ja, irgendwas mit einer Zündschnur. Aber das Messer finde ich eigentlich ganz gut. Ja, vor allen Dingen lautlos. Jawohl, die Pistole haben wir aber noch als lautlos, von daher. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht als Alternative, aber naja, passt beides. So, ich glaube, hier den einen hatten wir noch erwischt. Ja, jetzt haben wir alles. Achso, den müssen wir Ecke. Ja, wenn schon, denn schon. Alles mitnehmen. Alle mal aufpassen. Antriebsleiter fest. Fahrt, da noch jemand? Geht's hier weiter, oder? Hab ich auch noch nicht so. In dem Bereich nicht so viel Erfahrung. Ich würde jetzt hinten in den Aufzug mal, oder? Ich schau mal ganz kurz, ob sie hier durch die, was hier aus der Tür. Wo die alle hergekommen sind. Auskam, ja, nix. Verschlossen. Schloss. Oder hinten in der Ecke? Ah, wieder nur diese schweren Shotguns. Haben wir ja schon. Obwohl, wir haben ja sogar schon eine. Genau, ja, wir haben ja alles. Wir haben ein Gewehr, wir haben eine Pistole und einen Shotgun. Ich glaube, hier sollen wir weiter, aber ich würde ganz kurz noch gucken, was da hinten in dem Fahrstuhl war, ob man den benutzen kann. Nee, kann man nicht. Okay, dann weiter. Aber tatsächlich, der Raum hat irgendwie den Rechner ganz schön... gefordert. Irgendwas? Ja. Also bei dem Spiel, wenn ihr es auf dem PC spielen wollt und alles anhaben wollt, dann nehmt dabei am besten nicht Videos auf. Aber es geht das noch auf jeden Fall. Ja, Fall. Ist schon okay. Ja. Mich schieße, Mann! Nimm alles, aber töte mich nicht! Bitte! Was tauschen wir denn? Ich glaube, diese riesen Schatze brauchen wir vielleicht gar nicht, oder? Ach nee, warte mal, das eine ist so eine... Das mit ist Aufsatz. Warte mal, das war so... Ja. Das ist die, ne? Das ist die gleiche mit besseren Aufsätzen. Und dieses und Leben Silencer. Hasse. Ah. Die Menschen sind schlimmer als Bestien. Vertrauen wir dir mal. Ich weiß gar nichts. Ja. Jetzt gibt es wieder Minuspunkte. Das ist auch wieder hier so ein... Ach guck mal, das ist auch wieder so ein Physiknebel. Ja. Das ist schon hübsch. Achso, wollen wir jetzt hier durch? Na gut. Kalt. Dafür wird's hier warm. Das sieht schon cool aus, oder? Ja. Mit guten Lichteffekten kann man so viel machen. Wahnsinn. Das haben sie ja, hat ja bei Colonial Marines eine Weile gedauert, bis sie das gelernt haben. Und zwar die Schließung einer Firma gedauert. Wird uns verfickt viel helfen, wenn wir dorthin kommen, um deinen Arsch zu holen. Oh, cool. Das sind, kann auch immer noch Behälter sein, okay. Na gut. Viel zu erkunden hier. Okay, da geht eine. Ich finde es so cool, dass es in der aktuellen Grafikgeneration halt oft die Bilder einfach aussehen, als wären sie komplett vorgerendert. Also, wow. Ich glaube, wir sind nicht zu sehen. Das nee, ist, auf der Uhr wird es alles dieses gelbe Licht ist. Das blaue gelbes Licht zählt nicht. Nee, wenn es auf der Uhr mit blau leuchtet, dann. Ja, warte mal hier. Na, guck mal, diesmal hat das. Ich gehe lieber hier in den Gang. Geh an ihm vorbei dann einfach, wenn er. Guck mal nach links kurz. Moment. Da ist nichts. Kannst du dann da hochgehen? Ja, aber ich würde den trotzdem ausschalten, wenn der hier um die Ecke kommt.
Meinst du? Merken die denn das nicht, die da hinten sind? Solange die da nicht hingucken, ja nicht. Ja, aber weiß, eigentlich weit, weit genug weg. Weil der so eine, Moment, Taschenlampe auf dem Kopf. Ja. Wer weiß, wo die gerade hingucken. Oh, er sagt alles okay. Ich glaube nicht, dass sie das sehen. Für die Spielbarkeit natürlich okay so, aber... Ja, es hat ein bisschen... Also diese Level sind halt zu klein dafür, dass es realistisch ist. So, weißt du, er geht halt so 10 Meter von dem weg, hat halt auch eine Taschenlampe auf dem Kopf, die ganz umleuchtet und dann ist er plötzlich weg. Was ist denn wohl passiert, ey? Wladimir, wo bist du hingegangen? Oh, oh. Aber das ist natürlich, in so kleinen, engen Level geht das einfach von der Spielbarkeit nicht. Ja, das war aber in den Splinter Cell... vielleicht gar nicht erst ausschaltet oder so. In den Splinter Cell-Spielen war das aber auch schon immer so. Ja, aber ich finde es okay. Es ist halt eine Spielmechanik. Und damit kann ich auch irgendwie leben. Aber ich finde, Spiele sollten sich langsam immer weiter davon emanzipieren. Ja, das stimmt. Man hat, hier merkt man ganz klar, das ist halt die Spielmechanik. Und man kann damit arbeiten und ich finde es auch okay. Aber es wäre halt cooler, wenn Spiele halt jetzt so grafisch so cool werden und auch die Geschichten immer besser werden, immer mehr... glaubhafter alles, dass auch sich sowas weiterentwickelt. Schlimmer, ja auch an vielen Ecken. Ja, das Schlimme ist ja mit dem Erzählen und gerade auch bei den Geschichten ist ja, umso besser das auch aussieht, umso besser auch die Figuren aussehen. Umso mehr fällt sowas halt auf. Halt, ne? Genau, umso mehr sticht sowas einfach heraus. Das fragt sich ja manchmal, warum das einem früher nicht so aufgefallen ist und nicht gestört ist. Ja, weil es eben viel abstrakter früher war. Lass mich einfach, ne? Das war, ist ähnlich wie bei Metal Gear Solid, die machen das ja wieder ganz bewusst, die machen dieses Arkadige und Spielhafte, dieses Gameplay, sie stellen sie ganz großen Vordergrund, indem sie auch mit diesen Symbolen arbeiten und so. Da wo er doch immer so die Leute, wo er sich immer so die Kiste aufzieht, ja. Kiste, das hat diese ganz, ganz klar erkannt, dass es das Quatsch ist und stellen das dann praktisch dann nochmal also auf die Spitze. Oh, schau mal hier, das ist offensichtlich das Kraftwerk für die ganze Anlage. Ja. Wahnsinn, wie gut das aussieht. Tja, was mit dem Kraftwerk auf sich hat und ob Christian hier weiterkommt, sehen wir erst in der nächsten Folge. Oh, schon wieder, vorbei. Schon wieder vorbei. Es geht bei dem Spiel auch wieder mal wie im Flug immer. Jede Folge, zack, zack, zack. Also, bis dann. Tschüss. Ciao.